Ja, servus, ja, Freunde. Lange nicht gesehen. Sorry dafür, aber das hatte hauptsächlich private Gründe und auch berufliche. Von daher, ja, real life sucks, aber ich meine, so ist es halt nun mal. Nichtsdestotrotz, jetzt wird es wieder einige Videos geben und ich fange mal an mit einem Spiel von mir selbst. Das hat den Hintergrund, dass ihr ja vielleicht festgestellt habt, gestern oder so, gestern oder vorgestern, ich glaube gestern, gab es einen neuen Patch, einen Map Renovation Patch. Das heißt, die bestehenden Maps wurden ein bisschen angepasst. Nicht alle, aber einige. Und deswegen werde ich es jetzt mal so machen, jede Map, auf der ich spiele und wo es Änderungen gab, werde ich Spiel drauf casten. Also jetzt nicht immer von mir, keine Angst. Ihr werdet auch natürlich Replays von Top-Spielern wiederfinden, selbstverständlich. Aber in der Mangelung eines entsprechenden Replays, weil der Patch war ja nun mal erst gestern, nehme ich jetzt eins von mir selber und werde natürlich gucken, dass es hoffentlich ein recht interessantes Spiel ist. Aber zusätzlich geht es natürlich auch darum zu zeigen, was es denn für Änderungen gab auf den entsprechenden Maps. Wir starten hier auf Crossroads und dann können wir gleich mal gucken, was es denn hier für Änderungen gab. Ich glaube, auf Crossroads waren es jetzt nicht so viele, aber dann doch die ein oder andere, die nicht ganz unwichtig ist. Abgesehen davon, wenn ihr im Süden startet, baut hier immer einen Sandsack hin. Glaubt mir, das wird euch des Öfteren weiterhelfen können. Schauen wir aber mal kurz. Die erste Änderung, die direkt mal auffällt, ist das hier. Diesen Durchgang gab es hier früher nicht. Das bietet ein bisschen mehr Flanking-Möglichkeiten, wenn ihr von Norden kommt zum Beispiel, aber ihr könnt auch von Süden natürlich dann hier durch. Ist jetzt, glaube ich, nicht so die Riesenänderung, die jetzt so viel Impact auf das Spielgeschehen haben wird. Ich mag mich täuschen, wie gesagt, ich habe erst ein Spiel auf der Map gemacht seit dem Patch. Aber ja, es ist halt so und wie sich das jetzt auswirkt, müssen wir mal abwarten. Ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt so wichtig ist. Zusätzlich, was haben wir denn noch? Genau, das hier, das Haus, das hier steht, das stand früher näher am Cut-off-Punkt und ich habe das im einen oder anderen Cast schon erwähnt. Das war teilweise sehr nervig, denn wenn ihr mal den Cut-off hier verloren habt, was durchaus öfter mal vorkam, dann hattet ihr das Problem, wenn ihr jetzt hier wieder aus der Base rauslauft, dann steht zum Bestand hier hinter diesem Haus, ohne dass ihr es gesehen habt, zum Beispiel ein Sturmpionier, dann lauft ihr hier raus, der sneakt um die Ecke und tötet euch. Und das war super nervig und deswegen ist es eine gute Sache, dass das jetzt hier alles so ein bisschen offener gestaltet ist und das Haus weiter weg ist vom Cut-off und so. Das ist auf jeden Fall eine gute Änderung. Vielleicht kurz was zur Capping Order. Ihr seht, ich cap hier, also erstmal hier Sandsack hin, noch Wire, damit er sich hier nicht in dieses kleine Fitzelchen der grünen Deckung stellen kann. Dann zusätzlich noch natürlich dann direkt die Munition gecapped. Das MG ist hier drüben, denn es kommt ja öfter mal vor, dass der US-Spieler oder der Russe oder whatever direkt auf diesen Punkt hier pusht. Da ist es nicht schlecht, wenn man das MG direkt hier hat, um das abriegeln zu können. Zusätzlich werdet ihr sagen, ja, aber man schickt doch ein MG nicht alleine in der Gegend rum. Das habt ihr recht, aber das habe ich in dem Moment auch nicht. Also da gibt es mehrere Sachen dazu zu sagen. Erstens, der Grenadier stand hier. Oder was heißt erstens? Der Grenadier stand halt hier. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, nee, muss ich jetzt glaube ich switchen. Ist immer so ein bisschen buggy dann.
Ach komm schon. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, okay. Gut, ich habe jetzt hier kein Beispiel im Bild, aber der Punkt ist, also euer MG läuft jetzt hier lang und ihr wisst natürlich dann nicht genau, was hier ist, aber mein Grenadier stand dann hier. Sollte jetzt hier eine Einheit irgendwo sein, dann werdet ihr, und das seht ihr eigentlich nur auf der taktischen Karte, dann seht ihr hier so ein ganz leichtes rotes Blinken. In dem Moment wisst ihr dann, dass hier eine Einheit ist. So wie das jetzt hier blau blinkt in dem Fuel-Sektor, so blinkt das dann rot, aber eben nur ganz leicht. Und ihr seht das dann auch natürlich nur teilweise. Ah, ich glaube, hier sieht man es, oder? Nee. Ja, egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls in dem Moment wisst ihr dann, dass eine Einheit hier irgendwo in der Nähe ist. In dem Moment haltet ihr dann natürlich dann euer MG an, stellt das mal kurz hier auf oder hier oder wo immer ihr gerade seid, schickt eine Scouting-Einheit vor, um Sicht zu kriegen und so weiter. In dem Moment, wo das halt nicht der Fall ist, könnt ihr mit eurem MG halt einfach auch dahin laufen und das dann da aufstellen. Das passt dann schon. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, hier grüne Deckung. Das ist ein Fehler jetzt, den ich hier eigentlich mache. Aus zwei Gründen. Erstens, ihr seht hier, hier kommt ein flankierender Rifle schon rein. Das ist scheiße. Und zweitens, steht ihr jetzt ja hier nur in Anführungsstrichen in gelber Deckung. Sotyador macht das auch ganz gut, der US-Spieler, und konzentriert sein Feuer auf den. Der kassiert hier Schaden. Das ist eigentlich Bullshit. Ich hätte einfach mich hier nicht hinstellen sollen. Aber gut, so ist es halt. Ihr seht auch direkt jetzt hier ein Model Drop. Das ist scheiße. Übrigens, Sotyador, ein ganz guter Spieler mit allen vier Fraktionen in den Top 100. Mit US, glaube ich, so Rang 70 in dem Dreh. Muss man auch erstmal schaffen. Also durchaus nicht schlecht. Was ist gut gegen Einheiten in grüner Deckung? Ein Mörser. Dementsprechend kommt er hier jetzt auch. Hier wird das viel zitierte Hausspiel gespielt. Warum? Weil ich das Haus natürlich nicht verlieren will, gleichzeitig aber auch nicht maximal Schaden kassieren will. Jetzt kommt hier der fliegende Wechsel, denke ich mal. Was natürlich schief geht, war ja klar. Auch wieder ganz gut gemacht von Sotyador. Full Retreat für meine Grenadiere. Jetzt kommt hier der Pionier ran, der kurz davor ist, den Flamer ja, zu bekommen. Ist jetzt dumm. Das hätte 1A funktioniert, wenn der weniger lowe Grenadier jetzt in das Haus reingekommen wäre. Dann kommt der Flamer dazu und ich hätte das Gefecht hier locker gewonnen. Das hat jetzt nicht geklappt, weil, wie gesagt, ganz nett gemacht von Sotyador. Deswegen ist es jetzt halt scheiße, ne? Aber der Flamer kommt gleich. Die Rifles sind schon relativ low, das heißt, der wird ordentlich Schaden rausknüppeln, hoffentlich. Ja, macht er auch. Ja, da könnte ein Full Unit Kill drin sein. Jetzt ist die Frage, man könnte jetzt versuchen, noch nachzulaufen und einen Flammenstoß rauszuholen. Ist natürlich riskant. Oh, ja, jetzt kommt hier der Mörsertreffer. Jetzt ist es mehr als riskant. Jetzt ist es halt scheiße. Das Gute ist, ich habe mein MG rangezogen. Der Rifle war gepinnt. Und deswegen, ihr wisst ja, gepinnte Einheiten machen so gut wie keinen Schaden mehr. Dennoch war das natürlich ein bisschen glücklich. Der Flamer hätte sterben können gegen den nicht gepinnten Etappentrupp. Naja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Dafür hatte ich da so ein bisschen Pech mit dem. Er war halt eine Sekunde vor mir irgendwie geklickt. Ja, am Anfang habe ich gesagt, Munition ist wichtig, gerade für Wehrmacht. Warum seht ihr hier? Ihr habt nur vier Mann. Ihr seht, in welchem Zustand die sind. Ich kann im Prinzip damit nichts mehr anfangen. Deswegen brauche ich jetzt hier, wenn ihr die Munition nicht gecappt habt, habt ihr keine Muni hier, selbstverständlich, das jetzt kommt. Deswegen gerade als Wehrmacht immer sehr wichtig, Heal auszugeben. Das ist ein bisschen unglücklich. Das MG42 hat den Rifle einfach nicht gepinnt aus irgendeinem Grund.
komplette mechanisierte Infanterie bauen. Ja, gut. Ihr habt's gehört. T2-Tech ist da. Und hier kommt noch ein Grenadier. Erstmal. Drei Grenadiere, das ist so ziemlich Standard, das mache ich eigentlich immer. Ein neuer Grenadiertrupp ist da. Ein dynamisches Duo, das MG42 und der Flamer. Hat aber schon ordentlich gelitten, der Kollege. Plus der Mörser hat auch noch drauf gefeuert. War wichtig, dass der Rifle retreated ist. Ihr habt es gesehen, der hätte 1A gesessen, die Treffer. So, in der Mitte kommt mal wieder ein Rifle auf den Sprung vorbei. Sieht aber auch, dass das nichts wird. Wo ist eigentlich... Ah ja, genau. Der Kollege hier retreated und wird jetzt vermutlich das T2 hochziehen. Oh, Rifle Nate. Gerade noch so halb im Bild gewesen. Mir nicht viel Schaden gemacht. Gut gesehen von Sotjador. Hier wird mal ein bisschen der Mörser angegriffen. Weiterer Mörsertreffer und ihr seht, ausnahmsweise ich jetzt mal ein bisschen auf dem Vormarsch. Könnte man jetzt den Decap machen. Lieutenant Tech sehen wir hier von Sotjador. Den Decap wird er schaffen, dann wird er retreaten, genau so ist es. Und ja, aber dafür hier der Cut-Off-Punkt von mir decapped. Wird nicht lange so bleiben, aber Kleinvieh macht auch Mist. Mein T2 steht immer noch nicht. Das heißt, theoretisch hätte jetzt auch direkt ein leichtes Fahrzeug kommen können. Das wäre nicht toll gewesen für mich. Hätte ich ein bisschen jonglieren müssen mit meinen Grenadieren. Aber hier kommt direkt ein 50 Cal. Das ist kein leichtes Fahrzeug. Hier kommt ein Early Minenfeld. Ein Trupp Pioniere ist eingetroffen. Oh, hier, das ist jetzt schön von Sotjador, was er da macht. Er benutzt den Mörser für eine Smoke Barrage, um ohne Schaden kassieren zu müssen, hier in die grüne Deckung chargen zu können. Das wird oft unterschätzt und wird von vielen Leuten vergessen, aber das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich eine coole Sache. Auch ich mache das eigentlich nicht so häufig, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Hier kommt der fliegende Wechsel. Gren rein, Gren raus, Flamer rein. Das ist gut. Der Flamer Pio macht wirklich einen super Job bisher. Der ist auch schon Wett 2. Hat mir bisher wirklich das Early Game gerettet, der Kollege. Jetzt kommt ein 2-2-2. Das ist relativ spät. Bisher war der Spielverlauf ja so, ich habe jetzt gesehen, er ist zwar Lieutenant gegangen, aber er ist 50 Cal gegangen und erfahrungsgemäß Leute, die das tun, bringen zusätzlich eher nicht noch ein leichtes Fahrzeug, denn also klar, manche machen es halt dann doch, aber im Normalfall ist es dann eher so, Leute, die dann so direkt into 50 Cal spielen, die bringen dann eher zwei 50 Cals oder so und spielen dann direkt into Shermans. Von daher kann man dann auch, wenn es schon Minute 8 ist, dann tatsächlich noch ein 2-2-2 bringen, so ein bisschen gegen die Infanterie, ein bisschen für die Flanken und so, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt in dem Stadium des Spiels nicht davon aus, dass jetzt hier noch irgendwie ein leichtes Fahrzeug um die Ecke kommt. Und falls doch, ist es ja jetzt auch nicht so das Drama. Ich habe ja Fäuste. Das 2-2-2 macht auch ein bisschen Schaden. Also man ist jetzt nicht hier total am Arsch, sollte der Gegner das doch tun. Von daher ist das jetzt eigentlich eine valide Entscheidung aus meiner Sicht. Alternativ könnte man natürlich auch einfach ein Panzergren rausholen oder so. Aber ich persönlich bin ein Freund des 2-2-2s, wurde ja auch im letzten Patch ein bisschen gebufft. Ist jetzt nicht irgendwie hart OP oder so, aber es ist halt einfach nicht schlecht.
Ja, Essminenfelder, da höre ich immer wieder, ja, die sind ja eigentlich scheiße, weil man sieht sie ja sofort und bla und so. Deswegen braucht man, ist eigentlich verschwendete Munition und man braucht sie nicht bringen. Das stimmt aber nicht. Und warum das nicht stimmt, ja, nee, das hier wahrscheinlich nicht, oder doch? Ja, hier hat man es kurz gesehen, in dem Fall war das jetzt zu spät von mir. Aber worauf ich hinaus will ist, selbst wenn ihr jetzt ein Esminfeld hier hinlegt und jetzt steht er da hier drin mit seinem Etappentrupp und will das entschärfen und so, wenn ihr jetzt darauf feuert, mit was auch immer, 2-2-2, Rifle, nee, oder Mörser oder was auch immer, dann explodieren die trotzdem und die Einheit stirbt dann unter Umständen oder verliert halt Models. In dem Fall habe ich das jetzt einfach schlicht und ergreifend, war ich zu spät dran. Also es hat uns ein bisschen Schaden gemacht, aber der Großteil des Feldes war schon entschärft. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Und zusätzlich ist es halt noch so, wenn ihr jetzt hier irgendwo ein Essminenfeld hinlegt, relativ frühzeitig, dann passiert das selbst den besten Spielern, dass sie geben hier irgendwie eine Capping Order über die taktische Karte und dann rennen sie da rein. Also Esminfelder sind wirklich fast immer eine Empfehlung wert. In dem Fall war es jetzt nicht so effektiv, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, wie ich es gerade schon vermutet hatte, noch ein zweites 50 Cal von Sotyador. Hat jetzt hier auch schon echt ziemlich viel Fuel. Das heißt, er könnte jetzt im Prinzip dann schon Major gehen und dann relativ zeitnah auch einen Sherman raushauen. Dementsprechend kommt jetzt hier eine Pack von mir. Im Großen und Ganzen relativ ausgeglichenes Spiel bisher. Schicklich friedlich. Beide Spieler haben so ihre Seite und kabbeln sich um die Mitte. Ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar, warum Sotyador jetzt nicht Major taggt sofort. Rifle Nate auf das 50 Cal. Hier kommt der Rifleman rein. Weiß nicht, was das soll. Der kassiert doch hier nur übelst Schaden. Er wollte unbedingt noch die Anti-Tank Nate rausholen. Das könnte er jetzt mit dem Leben bezahlen, aber ich muss auch aus dem Haus unbedingt raus, da das super low ist. Gerade noch mal gut gegangen. Das war es definitiv aber nicht wert für Sotyador. Jetzt kommt hier noch ein Mörser. Ja, keine Ahnung, also davon halte ich nichts. Klar, die US-Mörser sind sehr stark und die machen mir das ganze Spiel schon echt zu schaffen, aber er hätte halt jetzt schon den Major auf dem Feld haben können und dann relativ zeitnah auch den Sherman und damit hätte er, denke ich, mehr Druck erzeugen können als mit einem weiteren Mörser. Auch wenn er, wie gesagt, bisher damit ja keinen schlechten Job macht. So ist es jetzt halt so, ich tag jetzt auch T3, also sprich vermutlich dann into P4s. Und wenn mein P4 dann da ist, ist der Sherman halt nicht mehr so geil, ne? Rens haben alle schon Wett. Das ist gut. Und auch zwei schon mit LMGs. Da sollte man, ist natürlich irgendwo logisch, aber dennoch ist es halt so, man sollte immer darauf achten, natürlich den Gren mit den meisten Wettern natürlich auch als erstes das Upgrade zu geben. Doppelmörser, ich meine, das ist natürlich schon übel, vor allen Dingen halt für meine Supportwaffen, für meinen Mörser, für meinen MG, für die Viermann-Trupps, die natürlich auch sehr anfällig sind dafür. Also ich kann verstehen, warum er das tut. Dennoch hätte mir ein Early Sherman besser gefallen. Der Feind überrennt einen unserer Eroberungsgebiete.
Oh, hier wird mal ausnahmsweise mal ein bisschen auf der linken Seite gecapped. Auch das ist wichtig, dass man zwischendurch mal ein bisschen Druck von... Oh, ja, hier sieht man was die Mörser. Was, Doppelmörser ist natürlich schon böse, ne? Und da ist es immer möglich, gerade als Wehrmacht mit den Viermann-Trupps, dass man mal ein Squad gewiped bekommt. Ja, was ich sagen wollte, dass man zwischendurch auch mal irgendwo anders vorbeischaut, einfach um ein bisschen Druck auch zum Beispiel hier aus der Mitte rauszunehmen, einfach weil der Gegner dazu gezwungen wird, hier Einheiten abzustellen. Zwischendurch sollte man nicht vergessen, damit sich das nicht immer so komplett konzentriert auf einen Punkt der Karte. So, hier ist jetzt aber mein T3 im Bau. Und Fuel habe ich auch schon ganz ordentlich. Das heißt, so lange wird mein P4 nicht auf sich warten lassen. Hier ist jetzt der Major. Wie gesagt, den hätte er vor 2 Minuten oder meinetwegen vor 1 Minute auch schon haben können. Ja, ich denke schon, 2 Minuten. Dann hätte er jetzt tatsächlich unter Umständen schon den Sherman bauen können. Fehlt ihm halt ein bisschen Manpower, glücklicherweise. Gibt mir ein bisschen Luft. Noch. Ja, so das Drama wäre es jetzt nicht gewesen, weil ich ja auch eine Pack habe. Nur eine Pack hier gegen Doppelmörser ist natürlich auch schnell mal raus. Oh, dann ist das nicht so toll. Der Kollege hier hat schon 13 Kills. Das ist nice. Aber ich muss halt immer in Bewegung bleiben. Wegen den scheiß Mörsern. Und das ist gerade für LMG-Grenadiere natürlich nicht so geil. Denn ihr wisst ja, die schießen halt nun mal mit dem LMG nur, wenn sie stationär stehen. Oh, hier kommt Major Arty, aber ausnahmsweise habe ich mal was gesehen. dementsprechend schön das MG umgebaut und das Gefecht sollte ich jetzt hier relativ easy peasy gewinnen. Oh, aber hier kommt gleichzeitig die Flanke von links rein. Schön gemacht von Sotjadror mit den beiden 50 Kills. Oh, scheiße, mein Flamer ist draufgegangen. Oh. Jetzt hat der Lieutenant einen Flamer, das ist natürlich episch scheiße. der Lieutenant ist eh schon eine starke Einheit, dem will man jetzt nicht unbedingt noch einen Flamer geben. Ein 2-2-2 wird auch drauf gehen. Schön gemacht von Sotjador. Und dementsprechend aber halt auch nicht ganz so toll von mir. Das habe ich einfach zu spät gesehen, die Flanke. Ja. Aber der P4 ist jetzt da. Das sollte mir ein bisschen Luft verschaffen. Also ich kacke. Mein Hero Flamer ist tot. Der mir so gute Dienste geleistet hatte bisher. Ich habe noch einen Pio, aber der hatte ja auch schon Wett und so. Und das ist deswegen wichtig. Hier wird zwei mechanische Techniken verbessern die Trupp-Reparaturzeiten. Und das braucht ihr natürlich gerade als Wehrmacht, denn die normale Reparatur dauert halt viel zu lange. Hier sehen wir, dass eine Mine gelegt wird. Da sehen wir dann auch dran, dass er schwere Kavallerie gepickt hat. Sonst könnte er sie nicht legen. Ja, gut, also das mit dem Flamer ist natürlich jetzt scheiße gewesen, aber ist nicht so das Drama, denn wie gesagt, mein P4 ist da und meine ganze Infanterie lebt noch, die sind alle wett, die haben alle LMGs, das ist schon ganz nice. Oh, hier ist wieder eine Major Arty. Auch das hat er ganz nett gemacht, denn er stand mit dem Major hier. Also ich hatte es jetzt nicht ganz im Bild, aber ich glaube, er ist hier reingelaufen und hat dann Major Arty gesetzt und in dem Moment
Wenn er jetzt einfach hier reinläuft, dann sehe ich den Major und denke mir schon, was kommt. Aber hier habe ich ihn halt dann nicht so gesehen. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich viel später reagiert. Immerhin habe ich noch reagiert und es ist zum Glück alles gut gegangen, weil die Major Arti so genau ist, die nicht. Gleichzeitig wird hier gepusht, endlich mal seit langer Zeit wieder von mir auf den Cut-Off. Der Sherman ist schon relativ low. Mit Pack plus Gren plus P4 war jetzt mal ganz gut und wird mir mal ein bisschen Entlastung verschaffen. Aber das Letzte, was ich natürlich will, ist mir jetzt hier einen Motorschaden abzuholen. Deswegen ziehe ich mich jetzt dann doch wieder ein bisschen zurück. Aber ihr seht, das hat mir jetzt schon ordentlich Luft verschafft. Hier wird gecappt. Auf der Seite wird zwar auch gecappt von Sotyador, aber das wird nicht lange so bleiben. Das Gefecht habe ich ja schon gewonnen. Aber jetzt ist die Frage natürlich, wie geht es weiter? Erstmal kommt hier noch ein Panzergren. Ja, ein Panzergren ist ja irgendwie so nie verkehrt. Das ist eine relativ potente Infanterieeinheit. Was ich irgendwie manchmal so zwischendurch auch mache, ist dem einfach Schrecks zu geben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen... Also ich sag's mal so, warum ich das jetzt in dem Fall gemacht habe, war tatsächlich, dass ich mir dachte, im letzten Patch wurden ja die Stucks ein bisschen genervt. Das heißt, ein Stuck ist halt zwar immer noch ganz gut, aber es ist halt nicht so geil. Ne? Also früher war es vor allen Dingen für den Preis halt wirklich extrem gut, vor allen Dingen, wenn es dann Wett hatte, weil es eine extrem hohe Feuerrate hatte. Das hat es jetzt nicht mehr so. Deswegen bin ich auch irgendwie kein Fan mehr von den Dingern. Und deswegen dachte ich mir, ach, weißt du was, da werden jetzt noch mehr Shermans kommen oder unter Umständen dann halt später hier entweder der Pershing oder Jackson oder so. Probierst es mal aus mit hier Panzerschrecks. Weil ich das irgendwie, ja, war halt einfach mal so eine Idee, ne? Ja, die Mörser machen mir richtig zu schaffen. Das heißt, hier, ich muss dauerhaft... Das sieht man dann im Replay immer gar nicht so, aber das erzeugt einen extremen Stress während dem Spiel, weil ich halt ständig gezwungen bin, meine Einheiten umzubauen. Das bindet natürlich sehr viel Micromanagement. Und ja, das ist halt einfach ein Effekt von diesen Mörsern, ne? Ich kann die Mörser im Prinzip nicht countern mit meinem Mörser. Einfach warum? Weil er halt zwei hat und ich nur einen. Ja. Oh, Pack ist aber in Position. P4 hat leider jetzt doch Motorschaden, deswegen kann ich jetzt nicht nachsetzen. Ach ja, hier ist der Mörser jetzt mal draufgegangen. Ja, Sotyador macht das wirklich schon echt stark. Also der macht so hart Druck. Jetzt ist hier tatsächlich der Jackson da. Das könnte der... Ja, genau. Das ist der Moment, wo... Ich glaube, ich habe ihn gehört. Also der Jackson hat relativ... eindeutiges Soundgeräusch und in dem Moment habe ich dann, glaube ich, direkt, als ich das gehört habe, die Panzerschrecks ausgegeben, weil ihr seht ja, das Problem ist, die Pack kriegt halt hart auf den Sack von den Mörsern immer, ihr seht, die ist schon relativ low und wenn die Pack irgendwie drauf gehen sollte, ist mein P4 halt im Prinzip tot. Und deswegen ist es halt, oder habe ich mir zumindest eingebildet, es wäre eine gute Idee, noch Panzerschrecks zu haben, also so irgendwas mobiles AT, das rumlaufen kann. Ob sich das dann auszahlt, werden wir sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, muss ich sagen.
kann mir das immer nicht so gut merken, wie so Spiele so abgelaufen sind. So im Groben natürlich schon, aber ihr wisst, was ich meine. Immerhin ist der P4 wieder fit. Das ist eigentlich nochmal das Wert 1. Erste Hilfe auf dem Feld. Benutze ich nie. was kommt denn hier? Aufklärung, oder? Ja, Aufklärung vom Major. Auch das eine unterschätzte Fähigkeit. Das wird nicht oft genug benutzt. Es ist irgendwie recht teuer für 50 Muni, aber es ist halt schon gut zu wissen, was hier ist. Auch um zu wissen, wo die Mörser hinschießen sollen und so. Wo meine Pack steht, bla bla bla. Also das ist schon eine gute Ability eigentlich. So. Freuen Pack. Macht mal ein bisschen Stress. Jetzt muss ich eigentlich die Pack direkt wieder bewegen, weil sonst die Mörser hier drauf feuern. Das ging mir jetzt langsam mal auf den Sack hier. Deswegen habe ich einen Bunker hingestellt. Die Idee ist, denke ich mal, scheiße. Weil er wird nicht lange leben. Direkt Major Arty drauf. Major Arty sollte das Ding aber nicht direkt killen. LOL. Also das ist halt echt Pech, weil Major Arty ist eigentlich nicht so genau. Aber ihr habt es gesehen. Drei Schüsse, dreimal direkt auf den Bunker, tot. Also dass das Ding jetzt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da steht, damit habe ich natürlich gerechnet. Aber dass er so direkt instant drauf geht, na gut. Ah, hier die Panzergrenadiere direkt mal ins Haus gehuscht und eine Salve auf den Jackson gefeuert. Nicht so viel Schaden, aber immerhin musste er mal da weg. Und ihr seht, die Pack war tot in dem Moment und das hätte jetzt richtig scheiße werden können für den P4. Zusätzlich jetzt nämlich auch noch, das ist der Mörser. Ja, und ich hätte eigentlich nicht viel gehabt, um den P4 zu verteidigen. Von daher war das jetzt echt ganz gut und hat unter Umständen vielleicht sogar den Push verhindert. Jetzt muss ich natürlich echt aufpassen, dass ich die Pack nicht dem Gegner schenke. Sie direkt zu cappen ist auch schwierig, weil dann 50 Cal ist. Mein Mörser ist tot. Ich kann deswegen jetzt hier nicht einsmoken oder so. Das ist dumm. Jetzt probiere ich es mit panzerbrechenden Geschossen. Von der Seite könnte der Gren rankommen. Das OKW hat uns einen Tiger geschickt. Jetzt kommt bei mir der Doktrin-Pick. Infanterie kann auf ihr Kommando jetzt im Laufschritt marschieren. Ja, ich dachte mir wahrscheinlich, Tiger wäre ganz nice und vor allen Dingen aber halt für Luftunterstützung durch Stuka dann. Also das. Tiger ist halt ganz gut, vor allen Dingen gegen Infanterie. Gegen den Sherman sowieso. Und er stirbt nicht instant gegen den Jackson. Und wie gesagt, aber hauptsächlich gegen Infanterie gut. Aber der Hauptgrund war, denke ich, hier das hier. Dass ich Luftunterstützung durch Stuka haben wollte. Ja, aber immer noch relativ ausgeglichenes Spiel. Immer noch 50-50 Map-Teilung. Es war ein zähes Ding auf jeden Fall. Und sehr, sehr stressig für mich auch. Auch immer das, wie gesagt, im Replay nicht immer so genau sieht. Aber diese Doppelmörser, das ist so mikroaufwendig. Immer ständig jede scheiß Einheit zu bewegen. Ja, also gerade auf der Map gefällt mir das halt ganz gut mit den Panzerschrecks auf den Panzergrenz. Es gibt halt noch relativ viele Shot- und Sichtblocker. Da kann er immer so um die Ecke sneaken, einen Schuss abfeuern und sich dann wieder verpissen. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Meine Pack habe ich wieder, aber kann sein, dass sie direkt schon wieder stirbt. Ja, genau. Der Feind hat eine Pack zerstört. Jetzt wird er vermutlich versuchen, sie zu killen, oder? Ja, hier ist mein Tiger. Tiger saves the day. Ich glaube, er war schon auf dem Weg, um die Pack zu killen. Aber wie gesagt, Tiger plus Panzergrenz. Boah. Schade. Hätte unter Umständen der Sherman draufgehen können. Tiger hat gleich mal direkt ordentlich kassiert. Aber es war trotzdem wichtig, dass er jetzt in dem Fall kam. Denn ansonsten hätte er jetzt meine Pack getötet. Ihr seht, da fehlt nur noch ein Schuss. Dann ist sie wirklich down.
Und ich brauche sie halt. Jetzt kommt ein weiterer Pure oder für mehr Repair. Oh, hier ist der Jackson. Ich brauche die Pack. Please. Cap the Pack. Jo, Pack ist wieder daheim im Reich. Glücklicherweise. Das Gute ist, Luftunterstützung durch Shuka ist einsatzbereit. Für den Notfall, falls er mit seinen Tanks jetzt pushen sollte. Das ist Bodenangriff, denke ich, auf den Jackson. Ja, das war halt suboptimal, aber okay. P4 wert 1, 10 Kills, das passt. Oh. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu erreichen. Ja, ihr seht's. An sowas sieht man dann, wenn die Leute im Stress sind. Weil, ja, habt ihr gesehen. Es war jetzt keine Absicht, die zwei Einheiten noch mit vorzuschicken. Oh, der P4, aber die Pack ist in Position. Was kommt hier? Major Arti. Ist die Pack jetzt wieder raus, aber das schöne W3 MG wird das überleben. Was ich gesehen habe. Oh, der Major ist draufgegangen. Sehr schön. Pack ist wieder besetzt. Wie gesagt, das MG42 ist auch noch am Start. Das heißt, passt. Jetzt kommt hier die Luftunterstützung. Ja, ich hatte jetzt extrem Angst um meinen P4. Und zusätzlich gibt mir das die Möglichkeit, jetzt mit meinem Tiger nach vorne zu pushen, weil sich jegliche Tanks hat jetzt zurückziehen müssen. Das heißt, mein Tiger kann nach vorne kommen und ja, mit der Infanterie aufräumen. Aber Sotyador ist auch nicht dumm. Der hat sich schon mal zurückgezogen, heilt sich und so. Ja, aber hat mir jetzt halt die Luft verschafft, um mal wieder nach vorne zu kommen, nachdem er mich schön in die Defensive gedrückt hatte, der gute US-Spieler. Ja. Auch siegmarkenmäßig ist es extrem ausgeglichen, also, ne? Aber ich habe, was habe ich denn verloren? Einen Grenadier habe ich verloren. Und den Flamer Pyro. Und das, ich kann ja einfach nachgucken, ne? Ja, aber auch was die Kill-Death-Ratio angeht, ist relativ ausgeglichen, ne? Also. Das passt soweit. Also, groß und ganzen sehr ausgeglichenes Spiel, so insgesamt, in allen Bereichen. So, die Pack ist mal wieder geheilt und so. Auch ganz gut. Ja, die Ruhe vor dem Sturm jetzt gerade, so wie es aussieht. Das ist auch Bodenangriff, denke ich. So weit ist die Sichtweite normal nicht von dem Tiger. Ah, hier ist wieder ein Ausflug nach links am Start. Da geht hier noch eine Salve. Kommt eine Rifle Nade auf die. Das war nett gedacht. Rifle auf den Rifle. Dann bewegt er sich und ich kann mit dem Panzergrennen noch eine Salve rauskriegen. Hat sich aber halt einfach nicht bewegt. Einfach die Nate gefressen.
Okay, war in dem Fall die richtige Entscheidung. Ah, mein schönes W3MG hier wieder schön der Smoke eingesetzt von vom US-Spieler. G4 auf der Suche nach dem Sherman. Selbstverständlich gebounced, war ja klar. Oh, no, not my P4. Ah, das war's für den P4 jetzt. Dumme Sache. Ja. Dammit. Luftunterstützung durch Stuka. Ja, das heißt, so eine Kurzschlusshandlung ist jetzt eigentlich Bullshit. Bringt jetzt auch nichts mehr. Ah, doch, er hat doch noch ordentlich Schaden gemacht sogar. Ja, was tun, sprach Zeus. Und das Problem war jetzt, oder ist jetzt, er hat es ja gesehen, das Spiel geht jetzt schon eine halbe Stunde, es ist ja ausgeglichen, aber schon mit Vorteilen für Sotiator. Und meine Überlegung war jetzt, wenn ich das jetzt einfach so weiterlaufen lasse bis zum Seit-Nimmerleins-Tag, werde ich irgendwann verlieren. Weil irgendwann wird er wieder einen Push machen und irgendwann klappt das dann halt mal und ich verkacke das Ganze. Deswegen dachte ich mir jetzt, ich muss irgendwas tun gegen diese Mörser-Scheiße. Jetzt ist auch noch eine Pack da, Doppel 50 Cals, auch Pain in the Ass. Deswegen dachte ich mir jetzt, ich muss irgendwas anderes tun. Ich kann nicht einfach so weiterspielen. Deswegen jetzt hier der T4-Tag. Und ich denke, ich werde jetzt einen Panzerwerfer rausholen. Hier kommt mal der Tiger vorbei. Bam! Servus, mein Name ist Tiger. Kurz um die Ecke gesneakt, hat den Mörser gekillt. Schöne Sache. Ja, die Leute beschweren sich immer über den Tiger, aber so scheiße, wie immer alle tun, ist er halt nicht. Der ist schon gegen immer noch ziemlich gut gegen Infanterie und er kann sehr viel Schaden absorbieren auch. Hier kommt eine Rifle Nade. Das Ding ist schon, kann man schon noch benutzen, also so ist das nicht. Die Leute tun ja immer so, als wenn das die schlechteste Einheit der Welt wäre, ist halt definitiv nicht der Fall. Ja, er war früher stärker und so, aber wie gesagt, so scheiße wie immer alle tun, ist er jetzt auch wieder nicht. No, not my M3MG. Hoffentlich überlebt es das. Ja, sieht gut aus. Scheiß Jackson ist ja schon Bett 2, das ist halt auch richtig übel. Gut, dass ich die Panzergrenze mit Schreck habe. Ansonsten hätte ich jetzt definitiv viel zu wenig Anti-Tank. Der Feind erobert unser Gebiet. Cool ist auch, dass der Major draufgegangen ist. Der nervigen Major-Arti. Die dadurch jetzt nicht mehr available ist. Der Feind versucht uns unseren Sektor zu entreißen. Ah, genau. Hier wird das T4 gebaut. Weil das immer wieder gesagt wird. Ja, das ist Kampfphase 3, aber T1, T2, T3, T4. Deswegen sage ich das. Ihr braucht mir nicht immer andauernd sagen, dass das Bullshit wäre. Es ist halt nicht so. Wie gesagt, 1, 2, 3, 4. Auch wenn es Kampfphase 3 heißt. Oh, aber hier ist mal, das ist jetzt natürlich mega nice. Fehler von Sotiador und ich kann mir die Pack schnicken. Das ist natürlich super jetzt, weil jetzt kann ich guten Gewissens tatsächlich noch besseren Gewissens als vorher schon einen Panzerwerfer bringen. Jetzt habe ich zwei Packs und einen Tiger plus Panzerschrecks. Das sollte erstmal reichen als Anti-Tank. Ja, das ist jetzt natürlich echt nice. Und könnt ihr mich jetzt richtig nach vorne bringen? Ah, oh, der Scheiß.
Das ist natürlich richtig übel. Der Major, der Captain hat sich ein G3, ein LMG geschnickt. Ich weiß gar nicht, wo das rumlag. Bei dem einen Gren, den ich halt vorhin verloren habe. Ah, hier sehen wir, ich lege jetzt hier Tellerminen überall, weil ich keinen Bock habe, dass mein Panzerwerfer gerusht wird. Hier geht die erste Salve. Bäm! Sehr schön. Ja, deswegen sind Panzerwerfer halt nice. Also nicht jede Salve macht so viel Schaden wie jetzt hier und tötet direkt einen Squad, aber der war halt sehr geknubbelt, ihr seht das. Und wenn die Salve dann sitzt, dann ist der Panzerwerfer halt wirklich epic. Oh, jetzt kommt hier ein kleiner Push von Sotyador. Aber ich habe ja zwei Packs. Smoke gesetzt, das war nicht optimal getimed. Den Smoke hätte er früher setzen müssen, aber ich glaube, er wusste nicht, dass die Pack da ist. Ja, jetzt kommt hier der Push rein mit dem Jackson. Aber die Pack ist da, beide Packs sind da und der Jackson ist raus. Schöne Sache. Ja, nächster Fehler von Sotja da. Der fängt jetzt an, wirklich kritische Fehler zu machen. Oh. Ja, meiner ging jetzt hier nochmal gut. Also, erster Fehler, dass er mir die Pack geschenkt hat und hier der Push war auch nicht optimal gemacht. Das ist jetzt natürlich supi für mich. Und ich hoffe, dass mich das in Verbindung mit dem Panzerwerfer wieder so ein bisschen ins Spiel bringt. Könnte schon wieder feuern, eigentlich. Und ich weiß jetzt, Jackson ist raus und der Sherman ist low und die Pack habe ich. Also kann ich jetzt hier wieder ein bisschen nach vorne. Weil ich tankmäßig jetzt eigentlich nichts mehr befürchten muss. Warum feuerst du eigentlich nicht? Könnte man schön jetzt hier reinfeuern eigentlich. Also ich sehe das nicht, aber man kann ja vermuten, wo die Ambulanz vermutlich steht. Die steht halt immer da. Und vielleicht steht sie auch hier, aber hier irgendwo steht sie. Der scheiß Lieutenant mit dem Flamer. Wie geht's hin? Da einfach hier irgendwo hin. Ja, okay. Nichts gekillt. Ich dachte vermutlich, dass hier gerade die Einheiten aus der Base rauslaufen. Oder aber auf den Mörser, aber nichts getroffen halt. Ja, ihr seht's. Panzerwerfer ist wirklich eine mega geile Einheit, aber damit die Salve wirklich so viel Schaden macht, muss sie halt auch wirklich komplett sitzen, weil der Radius, wo sie Schaden macht, jetzt nicht so riesig ist. Ist auch gut so, weil sonst wäre das Ding hart OP, aber dennoch ist es halt so. Ja, aber die letzten paar Minuten sind gut für mich gelaufen. Ich habe den Captain gekillt. Unten einen Rifle, unten einen Mörser, unten einen Jackson. Also läuft soweit und der Tiger ging richtig steil, jetzt vor allen Dingen bei dem Gefecht hier, als er hier reingepusht hat. Das ist das, was ich meine. Der ist nicht scheiße. Der ist gegen Infanterie richtig gut. Ihr seht, 26 Kills das Ding. Er ist halt kein Tankhunter. Also man kann jetzt nicht frontal damit einen Jackson rausnehmen. Aber dafür ist das Ding ja halt auch nicht gedacht, ne? Also. Hier könnt ihr Bodenangriff durch die Hecke kommen. Kommt auch. Sehr schön. Habt gesessen. Plus die Jungs hier. Wenn die Wett haben, dann sind die auch sehr genau. Hier kommt der Pershing um die Ecke. Mit dem habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Gut, dass die Panzergrenze überlebt haben. Jetzt kommt ein Panzer noch dazu. Das ist alles sehr nice. Im Prinzip genau das, was ich jetzt brauche gegen den Pershing. Pershing ist halt gegen Infanterie noch böser als ein Tiger, das ist klar. Und zusammen mit dieser Ability hier ist er halt auch gegen Tanks
besser als ein Tiger. Also Pershing ist besser wie ein Tiger. Das heißt aber nicht, dass ein Tiger scheiße wäre. Das heißt einfach nur, dass ein Pershing halt gut ist. Oh, geht das jetzt mal hier hin vielleicht? Nee. Ah, auf das 50 Cal. Drei Models gekillt, immerhin. Ja, 7 Kills bisher, aber ja. Ist schon gut, auch er kann jetzt hier nicht mehr so guten Gewissens mit seinen scheiß Mörsern da so einfach rumstehen und so. So, hier ist der Panther. Hier ist die Pack, die hat auch Wett jetzt schon. Die Ami-Pack, die geklaute. Wo ist eigentlich meine eigene? Die scheint tot zu sein. Ach nee, hier steht sie. Könnte ich mal wiederholen. Weil ich sie jetzt nicht zwingend brauche. Ich habe einen Tiger, eine Ami-Pack und einen Panther. Aber es ist natürlich uncool, wenn sie der Gegner kriegt. Deswegen. Ach ja, hat er überall diese Mini-Gammelminen gelegt. Das ist jetzt keine gute Idee. Ich werde wahrscheinlich wieder nur um die Ecke sneaken, eine Salve und dann nach Hause. Aber das ist gegen den Pershing keine gute Idee. Wenn man Pech hat, wiped er einen direkt. Das ist auch wieder Bodenangriff, oder? Denke ich mal, ja. Oh, die Pack ist raus. Nein. Wie Von Ivan sagen würde, not like this. Boah. Ja, ja, Freund Pershing. Aber hier ist mein Mighty Tiger Tank. 27 Kills. Bam! Ja, sagt mir noch einer, ein Tiger wäre scheiße. Ihr habt doch keine Ahnung. Weiß ich, glaube, das bin mir nicht sicher, ob das Bodenangriff war. Aber wie auch immer. Ja, jetzt kommt hier wieder Luftunterstützung. Das hat hauptsächlich den Grund, der hat nach vorne pushen kann, aber Sotyador ist halt nicht doof. Er hat direkt zurückgesetzt. Reinfahren ist jetzt auch nicht so geil. Ihr seht, ich habe schon den Rifle Nate kassiert. Das hat jetzt nichts gemacht. Aber wenn man zwei frisst, der Motorschaden, dann ist es halt scheiße. Dennoch 34 Kills für den Tiger. Könnt eigentlich jetzt weiter pushen. Weil die Infanterie jetzt auch weg ist. Push doch, mein Freund. Oh, das ist jetzt schön auf die retreatenden Einheiten. Ah, schade. Er hat nicht so viel Schaden gemacht, wie erhofft. Vor allen Dingen wollte ich, glaube ich, die Ambulanz killen, hauptsächlich. Aber schöne Idee. Ich wusste, die Einheiten wie Cheaten, dann Panzerwerfer drauf. Hat irgendwie nicht so geklappt, wie erhofft. Das ist auch Bodenangriff, denke ich. Ach, hier habe ich wieder ein Essminenfeld hingelegt. Ja, Panther hat bisher noch nichts gerissen. Ist dennoch gut, dass er da ist. Einfach so als Backup. Ach, hier habe ich mir einen Bazooka geschnickt. Weiß gar nicht von wem. Ach so. Von dem Etappentrupp. Oh, und hier kommt ein Push. Kleiner. Tiger kommt jetzt auch dazu, da ist er. Und jetzt go, Tiger, go. Bam. Ja, aber jetzt nachdem wie das Spiel so gelaufen ist, wollte ich jetzt hier halt nichts riskieren. Motorschaden, da kommt die Pack und dumm und so. Man weiß ja jetzt auch nicht, ob hier jetzt direkt dann Jackson neuer um die Ecke kommt oder so ein Scheiß. Hier diese komischen Mini-Minen, glaube ich. Ah, ne, es ist einfach nur eine Rifle-AT-Nate gewesen.
Oh, nächste Panzerwerfer-Barrage. Geht sie wieder in die Base. Nee, auf den Rifle. Hat's aber gesehen, ist retweetet. 35 Kills für den Mighty Tiger Tank. 36. Der Killcount läuft. Ah, okay. Kam jetzt nicht mehr viel dazu. Fehlt auch nicht mehr viel bis zum Wert 3, ne? Ja, man will jetzt hier ja auch nichts riskieren. So lange wie das Spiel schon geht, will man es jetzt nicht noch verkacken, weil man jetzt übertrieben pusht oder so. Was passiert, wenn man, was passieren kann, wenn man das tut, hat man ja bei Sotyador hier gesehen. Aber ich bin auch so jetzt schon in einer ganz guten Position. Der Wert 3 Freund hier hat auch schon 36 Kills. Panzer wieder fit. Ja, absolut nichts gerissen bisher, aber die Präsenz ist halt wichtig, weil dadurch kann mein. Kann halt mein. Selbst wenn jetzt ein Jackson kommt, kann mein Tiger nicht gepusht werden damit. Zusätzlich hat das Ding also ein LMG dran. Da vorne. Macht nicht viel Schaden, aber dann doch ein bisschen. Wo geht's hin? Auf das MG. Aber Sotyador macht das gut. Immer wenn das hört, baut er sich direkt um. Dementsprechend kam jetzt auch nicht mehr viel rum. 12 Kills, aber trotzdem gut, dass er da ist. Tiger ist wieder fit. All das wird 3 MG, 17 Kills, auch wirklich wichtig. Hier jetzt vielleicht Bodenangriff auf die Pack. Ihr seht, die Ami-Pack, vor allen Dingen mit der Ability, die ist schon echt gut. Das hier ist auch nicht schlecht, die Ability. Ja, da kommt sie auch. Da hat das Ding halt echt weite Range und Sicht und so, aber hier ist der Kollege Panther zusätzlich Luftunterstützung aktiviert. Ja. Wie man zum Panzer gewohnt ist, schießt er vorbei. Jetzt kommt hier noch ein P4 dazu. Na, jetzt irgendwie dummer. Bin ich nicht hier rumgefahren? Ich habe doch gesehen, wie die Pack ausgerichtet ist. Denke ich mir jetzt auch. Ja, das Spiel ist lang und man sieht, so langsam machen die Spieler an, fangen halt beide Spieler an, kleinere Fehler zu machen. Aber jetzt ist die Pack raus. Jetzt bitte die auch zerstören, genau. 41 Kills für den Tiger. Bam. Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Panzerwerfer wäre ganz nice hier. Da kommt die Salve. Mal schauen, wo sie hingeht. Ah, jetzt endlich die Ambulanz raus. Das, was ich die ganze Zeit schon wollte. Ah, ding, 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 ding. Das wird 3 für den Tiger ist da. Tiger Ass auf dem Feld. Ich glaube, ein Wert 3 Tiger ist besser wie ein Tiger Ass, weil ein Tiger Ass hat kein MG, glaube ich. Auch ich habe es eh nicht ausgegeben, sehe ich gerade, aber. Naja, whatever. Wert 3 Tiger. Sehr schön. Hat man auch nicht jeden Tag. Ja, und jetzt sieht es richtig gut aus. Triple Cap und so. Ich hätte die Pushes hier am Ende ein bisschen optimaler machen können. Dann hätte der Persia schon sterben können. Aber wie gesagt, auch für mich ist 6. Stunde und
Zwar jetzt halt macht man nicht mehr alles so optimal und wie gesagt, es besteht ja jetzt auch kein Grund, jetzt wirklich. Oh nein, der Schöne wird 3 rennen. Steht da kein Grund, jetzt hier alles zu riskieren, weil. Seht ja, die Siegmarken ticken runter. Ich muss jetzt hier nicht mehr viel machen, eigentlich. Jackson auf dem Feld, aber das wird ihm jetzt auch nichts mehr helfen, denke ich. Panzerwerfer ist wieder schussbereit. Ja, 10 Siegmarken noch. Kann ich nur noch runter ticken lassen jetzt. Ah ja, Panzerwerfer, um den Cap hier zu verhindern. Ja, war gar nicht mehr nötig. Ja, GG. Ja, Wett 3 Tiger. Wie gesagt, sieht man auch nicht alle Tage. Das Spiel ist in meine Richtung tatsächlich gekippt, als der Panzerwerfer aufs Feld kam mit dem Wipe hier und dann halt auch ganz gut gegen die gegen die Supportwaffen. Und natürlich hier Mighty Tiger Tank 46 Kills. Nicht schlecht. Ja, und wie gesagt, ich schaue nur noch mal gerade, ob ich alle Map Changes tatsächlich jetzt gesehen habe, die es hier gab. Schon, ob hier noch irgendwas geändert wurde. Ich glaube nicht. Also wie gesagt, auf der Map, das ist neu, nur dass ich dass ihr das nochmal wisst. Das ist neu, also der Fuelpunkt liegt jetzt weiter außen. Das hier ist neu. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das nicht vorher auch schon mal geändert wurde, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, früher war das Haus näher halt hier dran. Jetzt ist es nicht mehr so. Keine Ahnung, ob das schon im vorigen Patch mal gemacht wurde. Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Ja, ich glaube, was die Map-Changes angeht, war es das eigentlich schon. Falls ich da noch was vergessen habe, könnt ihr mir es ja gerne sagen. Ich glaube, der Durchgang hier war früher auch nicht da, wo ich das jetzt hier gerade sehe. Das heißt, man kann hier aus der Base rauslatschen. Ja, aber das soll es dann auch gewesen sein. Das Video war ja lang genug. Wie immer, danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschö.